Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einer meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um unser Nachbarland Luxemburg. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel in diesem Video auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch da oben noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben und ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus auch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Und damit starten wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise nach Luxemburg erfolgt wohl meist auf dem Landweg, also aus Deutschland, Belgien oder Frankreich. Aber auch ein Flug wäre möglich. Luxemburg-Stadt verfügt über einen internationalen Airport. Zugverbindung oder ein Trip mit dem Fahrrad über kleinere Straßen und Wege sind eine weitere Option. Für EU-Bürger aus Schengen-Staaten ist die Einreise ein leichtes. Luxemburg gehört wie auch Deutschland zur EU und man kann einfach von einem Land zu einem anderen fahren. Grenzkontrollen finden für gewöhnlich nicht statt. Man muss sogar schon genau hinschauen, ob man jetzt schon in Luxemburg ist oder noch im nahen angrenzenden EU-Ausland. Zur Identifikation benötigt der deutsche Staatsbürger einfach nur einen Personalausweis. Für Reisende aus Drittstaaten gibt es möglicherweise andere Dinge zu beachten, die man am besten in seinem jeweiligen Abflugland bei der entsprechenden Stelle der eigenen Regierung in Erfahrung bringt. Land und Leute. Luxemburg grenzt an Deutschland im Osten, im Westen an Belgien und im südlichen Teil an Frankreich. Politisch handelt es sich um ein Großherzogtum. Gern wird Luxemburg auch zu den sogenannten Benelux-Ländern gezählt, was für Belgium, Netherlands and Luxemburg steht. Vom Landschaftsbild gibt sich Luxemburg nicht sonderlich anders als die angrenzenden Regionen in den jeweiligen Nachbarländern. Das Land ist an manchen Ecken durchaus recht hügelig und an manchen Stellen gibt es auch ausgedehnte Waldgebiete. Die Region um das zentrale Müllertal ist zudem als die luxemburgische Schweiz bekannt. Sandsteinmaterial hat große Felsbrocken hinterlassen und ebenso Schluchten. Nicht zu vergessen sind dort der Wasserfall am Schießentümpel oder das Mini-Karibik-Flair am Kalektufquell, einer imposanten Quelle mitten im Wald. Im östlichen Teil an der Mosel ist zudem der Weinanbau sehr präsent. Durch die geringen Ausmaße des Landes sind die Entfernungen nicht sehr groß. Auf den Autobahnen kommt man schnell von A nach B. Hingegen braucht man auf kleineren, kurvenreichen Landstraßen schon deutlich mehr Zeit. Als Amtssprachen sind neben Französisch und dem eigenen Luxemburgisch auch Deutsch präsent. Welche Sprache nun gesprochen wird, das hängt auch ein wenig davon ab, wo man sich genau gerade im Land befindet. Klima und Reisezeit. Luxemburg liegt zentral in Europa und so ist das Klima ausgeprägten Jahreszeiten unterworfen. Ähnlich wie wir sie von Deutschland her kennen. Die Sommer können ausgeprägt warm mit Temperaturen bis 35 Grad im Extremwert erreichen. Dazu ist die Bandbreite von Sonne bis Regen durchaus möglich. Im Winter gehen die Temperaturen zurück und können auch weit unter den Nullpunkt absacken. Das hiesige Wetter ist mit demjenigen in Deutschland durchaus vergleichbar. Das liebe Geld. Ja, in Luxemburg wird mit dem Euro bezahlt. Das Bargeld spielt noch eine gewisse Rolle, eben auf dem Level, wie wir es auch aus Deutschland so kennen. Kartenzahlung ist aber an vielen Ecken möglich, egal ob Hotel oder an der Tankstelle. Prinzipiell weicht der Zahlungsverkehr nicht sonderlich von demjenigen in Deutschland ab. Das Stromnetz hat 230 Volt. Verwendet werden die gleichen Steckdosentype wie in Deutschland. Ein Adapter ist also nicht notwendig. Das Netz ist sehr stabil. Während meiner Reise habe ich keinerlei Stromausfälle erlebt. Ja, und wie kommen wir an Internet in Luxemburg? Naja, seitdem es die Roaming-Regelung in der Europäischen Union gibt, ist es sehr einfach, eben hier an Internet zu kommen. Die deutsche SIM-Karte loggt sich ohne Probleme ins Luxemburger Netz ein und bei der Datenoption muss man im Smartphone eventuell noch auf Datenroaming stellen und schon ist man online. Es fallen also keine zusätzlichen Gebühren an. Die Netzabdeckung habe ich als gut empfunden und brauchbar.
In den Hotels steht WLAN oft zur Verfügung, je nach Bleibe ist es mal mehr oder weniger schnell. Eine eigene SIM-Karte für Luxemburg zu kaufen ist also nicht unbedingt nötig. Es herrscht Rechtsverkehr. Wie in vielen Ländern Zentraleuropas üblich, geht es auf den Straßen gesittet zu und man hält sich an die Regeln. Das Straßennetz ist gut ausgebaut. Auch das Autobahnnetz, hier im Wesentlichen noch der Bereich um Luxemburg-Stadt. Und je weiter man nach Norden kommt, so dünnt es sich marginal aus. Wer schneller vorankommen möchte, sollte die Nationalstraßen bevorzugen, weil sie wesentlich besser ausgebaut sind als die teils dreistellig bezeichneten Überlandstraßen. Den Teerbelag habe ich in Luxemburg als gut und vor allem besser als im Nachbarland Belgien empfunden. Schlaglöcher trifft man eher selten an. Auf den Autobahnen sind 130 km/h erlaubt. Und wenn in bzw. um Luxemburg-Stadt nicht gerade wieder zähfließender Verkehr herrscht, kommt man also gut voran. Und wie in den Benelux-Ländern typisch, so trifft man hier auf einige Kreisverkehre. In größeren Ortschaften muss man für das Parken Gebühren entrichten. Die Automaten akzeptieren zu einem großen Teil auch Kreditkarten. Die Spritpreise sind in Luxemburg für gewöhnlich viel geringer als in Deutschland. Mit Stand 2021 meiner Reise gut 20 Cent der Liter. Bevor man zurück nach Deutschland fährt, also tanken nicht vergessen. Das Befüllen des Wagens an der Zapfsäule muss selbst vorgenommen werden, es gibt keinen Tankwartservice. Je nach Tankstelle kann auch ein kleines Terminal für Kartenzahlung aufgestellt sein, sodass man nicht mal ins Kassenhäuschen gehen muss. Kreditkarten werden in solchen Fällen akzeptiert. Man autorisiert also zunächst die Kreditkarte am Terminal, gibt die Zapfsäulennummer ein und startet den Tankvorgang. Das Netz an Ladesäulen für E-Autos wird im Übrigen sukzessive gerade ausgebaut. Stichwort Hotels und Übernachtungen. Ja, Hotels finden sich in guter Anzahl im Land. Die typische Preisspanne pro Nacht bewegt sich folglich im Bereich von 30 Euro für Hostels bis 150 Euro für normale Hotels in den Sommermonaten. Die meisten Hotels bieten Frühstück und Internet an. Die Ausstattung ist mit derjenigen in Deutschland vergleichbar. Je nachdem, in welchem Teil des Landes man sich befindet, klappt der Check-in auf Französisch, Englisch oder Deutsch. Das Einkaufserlebnis ist mit demjenigen in Deutschland vergleichbar. Die Ketten Lidl und Aldi agieren auch in Luxemburg. Eine sozusagen einheimische Kette ist Kaktus. Die Preise liegen auf dem uns bekannten Niveau und Kreditkartenzahlung ist möglich. In der Innenstadt von Luxemburg wird man möglicherweise auch auf Kioskangebote zurückgreifen. Die Preise sind hier aber eher als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Wie immer, wenn man über Sicherheit spricht, diskutiert man gefühlt etwas Virtuelles. Dem Hörensagen oder der Statistik zufolge ist am Ort XY irgendetwas passiert. Und auch die eigene Umsicht und das eigene Auftreten kann immer maßgeblich zur eigenen Sicherheit beitragen. Das Auswärtige Amt weist für Luxemburg eine eher geringe Kriminalitätsrate auf. Die entsprechenden Informationen auf der Webseite sollte man aber sicher wie immer einmal durchgelesen haben. Da das Einkommensniveau im Land höher ausfällt als in Deutschland, fällt im Gegenzug auch die Kriminalitätsrate geringer aus. Im öffentlichen Raum sieht man einige Leute, die mit ihrem hochwertigen Smartphone herumhantieren. Auch an belebten Plätzen habe ich das Tragen einer größeren Kamera nicht als problematisch empfunden und keinerlei schlechte Erfahrung gemacht. Sicher gibt es aber wie in jeder Stadt Ecken, an denen man sich am besten nicht aufhält und wahrscheinlich nicht zu später Stunde und dann auch noch mit Wertsachen irgendwie verziert. Mit dem gesunden Maß kann man aber in Luxemburg auf jeden Fall eine schöne Zeit verbringen. Speziell Luxemburg-Stadt. Ja, ein Highlight des Landes und wenn nicht sogar der Hauptgrund, das Land zu besuchen, ist die Stadt Luxemburg selbst. Sie ist recht zerklüftet angeordnet. Der Kirchberg mit seinen modernen Kongressgebäuden sowie die eigentliche Altstadt können als Oberstadt bezeichnet werden. Hingegen liegt der Stadtteil Grund im Tal und kann als Unterstadt angesehen werden. Ober- und Unterstadt werden teils von mächtigen Felswänden getrennt. Die mancherorts anzutreffenden Aushöhlungen da drin sind als Kasematten bekannt, welche zugleich einst die Wiege der Stadt darstellten. Zum Erkunden der Sehenswürdigkeiten benötigt man für einen Schnelldurchlauf mindestens einen Tag. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, plant entsprechend mehr Zeit ein. Die einzelnen Anlaufpunkte liegen aber nicht unbedingt super weit auseinander, sodass man alles stressfrei zu Fuß oder auch mit Hilfe der Straßenbahn erkunden kann. Mitunter sind die zu überbrückenden Höhenmeter in der Stadt aber schon ein wenig anstrengender.
Das waren in Kürze meine Tipps zu unserem Nachbarland Luxemburg. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt, sofern ihr schon mal dort wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert und vergesst auch nicht diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.